Die gesamte Technik ist sicher, heißt der Vortrag, den wir jetzt hören werden. Er wird gehalten von Dominik Üppen und Frank Morgner. Die beiden kommen von der Humboldt-Universität Berlin, sind deswegen auch vielleicht da, weil sie keine so weite Anreise hatten. Und es geht um den neuen Personalausweis, was natürlich ein großer Quell der Freude war. Bereits im letzten Jahr wurde prognostiziert, wir würden in diesem Jahr viel Freude mit ihm haben. Und ob wir damit recht haben, werden wir nun für den zwei Dozenten erfahren. Bitte heißt sie recht herzlich willkommen. Test, Test, Test. Okay, funktioniert. Ja, hallo, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich bin Dominik, das ist Frank und wie gesagt, es geht heute um den neuen Personalausweis. Die gesamte Technik ist sicher, das ist ein Ausspruch von unserer Bundes-IT-Beauftragten Cornelia Rogal-Grote. Und was sie damit meint, ist den Chip des Personalausweises und die kryptografischen Protokolle, die zum Einsatz kommen. Was sie explizit nicht meint, ist die Einsatzumgebung des neuen Personalausweises, also den PC des Nutzers und ähnliche Späße. Und auf diese Situation, ja? Genau darauf wollen wir uns in unserem Vortrag konzentrieren. Vorher gibt es einen kleinen Disclaimer, was wir nicht gemacht haben. Wir haben nicht den neuen Personalausweis gehackt. Das hier ist nicht der geliefert, gefrostet und gehackt Vortrag. Wir haben keinen neuen Personalausweis, deswegen konnten wir ihn auch nicht hacken. Allgemein ist so ein bisschen die Verfügbarkeit ein bisschen schade. Es gibt gerade irgendwie keine Ausweis-App, wir haben keine zertifizierten Standard- oder Komfortleser, es gibt keine Dienstanbieter für die qualifizierte elektronische Signatur. Ja, wenig spannende Ziele dabei. Außerdem haben wir nicht Jura studiert, das heißt, wenn es nachher um Gesetze und Verordnungen geht, gerade um die Signaturverordnung, dann solltet ihr kein Wort, kein Deut auf unsere Worte geben, sondern lieber euren Anwalt fragen. Was wir gemacht haben, ist, wir waren Teilnehmer des offenen Anwendungstests und hatten da schon früh Möglichkeit, auf Testkarten und Testinfrastruktur zuzugreifen, mit Verantwortlichen zu diskutieren und das hat uns die Möglichkeit gegeben, Software zu schreiben, die wir veröffentlicht haben und die euch allen zur Verfügung steht, falls ihr euch auch mal mit der Materie auseinandersetzen wollt. So, genug Geplänkel. Ich möchte eine kurze Einleitung nochmal geben zum neuen Personalausweis. Die kann aus Zeitgründen nicht so sehr in die Tiefe gehen. Ich kann euch allen Henriks Vortrag vom letzten Jahr empfehlen, falls ihr noch mal ein bisschen Nachhilfe zur Technik des Personalausweises braucht. Das ist er nicht, das ist eine Testkarte, so sieht der echte Personalausweis nicht aus. Nichtsdestotrotz sieht man hier schon das charakteristische Merkmal, nämlich den neuen Formfaktor, das ID1-Format hosentaschenfreundlich gestaltet. Und die wichtigste Komponente im neuen Personalausweis ist natürlich der RFID-Chip nach ISO 14443-3. Dieser Chip stellt drei Funktionen zur Verfügung, die E-Pass-Funktion zur hoheitlichen Authentisierung gegenüber Polizei und Grenzbeamten, die EID-Funktion, die hauptsächlich zur Authentisierung übers Internet entwickelt wurde und die E-Sign-Funktion, mit welcher man qualifizierte elektronische Signaturen mit dem neuen Personalausweis erstellen können soll. Um diese Funktion nutzen zu können, braucht man zwei Komponenten. Zum einen den Personalausweis selber und zum anderen muss man, je nachdem, welche Funktion genutzt werden soll, eines der Geheimnisse kennen. Geheimnisse sind zum Beispiel die aufgedruckte Card Access Number, hier 698025, die geheime EID-PIN, die der Nutzer selber wählen darf, die 6 Stellen lang ist. Dann gibt es noch PUC, MAZ und die E-Sign-PIN, also es gibt einen Haufen an Geheimnisse für alle der drei Funktionen. Was wir jetzt hier grundsätzlich haben, ist natürlich eine Zwei-Faktor-Authentisierung. Also wir brauchen ein physikalisches Token, den Personalausweis und wir brauchen Wissen. Besitz und Wissen sind die beiden Komponenten, beiden Faktoren, mit denen die Authentisierung des Personalausweises gesichert sein soll. Das ist das typische Anwendungsfall bei der EID-Authentisierung. Wir haben ein Lesegerät, in welchem der Personalausweis liegt. Dieses Lesegerät ist angeschlossen an einen Computer und der Computer kommuniziert über eine entsprechende Software mit einem Dienstanbieter. Dabei kommen hauptsächlich drei kryptografische Protokolle zum Einsatz. Das ist PACE, die Terminal Authentication und die Chip Authentication.
PACE ist das Password Authenticated Connection Establishment Protocol. Das heißt, Passwort steckt hier schon im Namen. Das ist eben das Protokoll, bei dem das Geheimnis, von dem ich vorhin gesprochen habe, einfließt. Und über PACE wird ein gesicherter Kanal zwischen der Stelle der PIN-Eingabe und dem Personalausweis etabliert. Stelle der PIN-Eingabe kann entweder das Lesegerät sein oder aber der PC, je nachdem, was für ein Lesegerät ich habe. Die Terminal Authentication dient dazu, dass der Dienstanbieter dem Ausweis nachweist, dass er berechtigt ist, auf den Ausweis zuzugreifen und welche Funktionen und Datengruppen er nutzen darf. Dazu benötigt der Dienstanbieter ein sogenanntes Terminal-Zertifikat und natürlich den privaten Schlüssel, der zum Zertifikat passt. Die Chip Authentication ist dann der letzte Schritt. In diesem Schritt weist der Personalausweis dem Dienstanbieter nach, dass es sich um einen authentischen Personalausweis handelt und nicht etwa um einen emulierten, unter der Annahme, dass der Chip Authentication Schlüssel nur im Personalausweis abgespeichert ist und nicht irgendwo anders. Nach der CA steht ein Ende-zu-Ende verschlüsselter Kanal zur Verfügung zwischen Ausweis und Dienstanbieter. Und nur über diesen Kanal können die vorher im Rahmen der TA angeforderten und autorisierten Daten ausgelesen werden. Ja, man braucht, wie gesagt, ein Lesegerät und davon gibt es drei verschiedene Klassen. Es gibt den Basisleser, der lediglich über ein RFID-Interface verfügt, keinerlei Eigenintelligenz hat und ausschließlich dazu da ist, um die Kommunikation mit dem Personalausweis zu realisieren. Basisleser ist bis jetzt auch das einzige Lesegerät, was verfügbar ist. Also bis jetzt gibt es nur Basisleser, vielleicht hat der ein oder andere schon einen zu Hause. Die sind jetzt relativ breit unters Volk gebracht worden durch gewisse Zeitschriften, Versicherungen und Ähnliches. Noch nicht verfügbar sind Standard- und Komfortleser. Der Standardleser verfügt schon mal über eine Tastatur und ist selber in der Lage, PACE durchzuführen. Das heißt, wir haben hier einen sicheren Eingabekanal und der PACE-Kanal endet dann eben auch beim Leser und nicht beim PC. Standard- wie Komfortleser müssen beide in der Lage sein, sichere Firmware-Updates durchzuführen. Das heißt, das wird sicher noch ein spannender Punkt, wenn es dann mal zertifizierte Lesegeräte gibt, sich dieses sichere Firmware-Update mal genauer anzuschauen. Der Komfortleser ist dann die Königsklasse. Das ist der einzige Leser, mit dem man die qualifizierte elektronische Signatur nutzen kann. Und dafür benötigt der Komfortleser ein Terminal-Zertifikat. Also das Bild, was ich auf der Folie vorher gesehen habe, ist dann ein bisschen anders. Da fallen Dienstanbieter und Lesegerät zusammen. Das Lesegerät übernimmt die Rolle eines bestätigten Signaturterminals. Und das kann es nur machen, wenn es selbstständig die TA mit dem Personalausweis durchführt. Das Zertifikat muss dabei in einem Sicherheitsmodul gespeichert sein. Vor allem muss natürlich der private Schlüssel in einem Sicherheitsmodul gespeichert sein. Das heißt, in so einem Komfortleser ist dann typischerweise eine ID0 SIM-Karten enthalten, in der der Schlüssel abgespeichert ist. Kommen wir jetzt so ein bisschen dazu, was im letzten Jahr schon über einen neuen Personalausweis berichtet wurde. Da gab es ja schon einiges. Zunächst einmal gab es im Plus-Minus diesen schönen Bericht, in dem der Chaos Computer Club demonstriert hat, wie man die PIN des neuen Personalausweises in Erfahrung bringen kann. Das Szenario war dabei ziemlich einfach. Die PIN wird über die Tastatur des PCs eingegeben, wenn ein Basisleser verwendet wird. Und wenn auf diesem PC dann ein Keylogger oder Trojaner läuft, so kann dieser natürlich die PIN abfangen und an einen Angreifer weiterleiten. Also das ist ein Angriff auf den Authentisierungsfaktor Wissen. Der nächste Angriff wurde dann von Max Moser und Thorsten Schröder durchgeführt. Es war ein Relay-Angriff auf die Swiss-ID. Swiss-ID unterscheidet sich natürlich vom neuen Personalausweis. Das ist ein USB-Token, was direkt angestöpselt wird an einen Computer. Aber rein konzeptuell funktioniert der gleiche Angriff auch beim neuen Personalausweis mit Basislesegerät. Bei diesem Angriff ist wieder die Voraussetzung, dass wir einen infizierten Rechner haben. Ein Trojaner muss dabei per USB over IP das angeschlossene Gerät weiterleiten an einen Angriffsrechner. Und dieser hat dann Zugriff auf das Token, so als ob es physikalisch bei ihm angeschlossen wäre.
Das heißt, dieser Angriff ist jetzt ein Angriff auf den Authentisierungsfaktor Besitz. Und wenn man das beides kombiniert, dann kann man den neuen Personalausweis aus der Ferne genauso nutzen, als ob man ihn bei sich angeschlossen hätte. Der dritte Angriff war dann von Jan Scheibal. Pünktlich zum Start der Ausweis-App wurde hier demonstriert, wie so eine Infektion des Rechners des Ausweisinhabers stattfinden könnte. Da brachte nämlich die Ausweis-App praktischerweise eine Nachladefunktion für Schadsoftware mit, indem sie das Update nicht so ganz richtig gemacht haben und man da auch andere Software als das eigentliche Software-Update hat mitliefern können. Diese Angriffe wurden dann mehr oder weniger kontrovers diskutiert. Der Tenor war, dass die Angriffe, also vor allem die ersten beiden Angriffe, vollkommen unrealistisch seien, ganz einfach, weil beide die Annahme haben, dass auf dem Rechner des Ausweisinhabers ein Trojaner laufen muss und das ist natürlich eine Annahme, die man so nicht treffen kann. Das ist völlig unrealistisch. Ja gut, dennoch wurden Gegenmaßnahmen vorgeschlagen. Vorgeschlagen ist vielleicht ein bisschen nett formuliert. Nach dem Personalausweisgesetz ist es tatsächlich so, dass der Nutzer der EID-Funktion dafür verantwortlich ist, seinen Rechner nach dem aktuellen Stand der Technik abzusichern. Was aktueller Stand der Technik ist, bestimmt dabei das BSI. Und die sagen, aktueller Stand der Technik bedeutet unter anderem technische und organisatorische Maßnahmen, wie etwa der Einsatz von Firewall und Virenscanner, das regelmäßige Einspielen von Software-Updates. Außerdem raten sie, dass der Ausweisinhaber den Ausweis nur dann auf den Leser legen soll, wenn er ihn auch tatsächlich verwenden will und nicht etwa die ganze Zeit drauf liegen lässt. Wenn man sich dann ganz unsicher ist und nicht weiß, ja, an dem Rechner ist da jetzt ein Trojaner drauf, kann ich dem vertrauen oder nicht, dann gibt es in der Ausweis-App ein ganz spezielles Feature. Dann gibt man nämlich die PIN nicht ein über die Tastatur, wo die PIN eventuell abgehört wird, sondern man nutzt die Bildschirmtastatur. Da oben ist ein Original-Screenshot, wie diese Bildschirmtastatur aussieht. Die hat dann eine randomisierte Ziffernfolge und macht somit natürlich das Abfangen der PIN komplett unmöglich. So, ich glaube, wir sind uns relativ sicher, dass all diese Maßnahmen keinen hundertprozentigen Schutz bieten können. Man kann sich jetzt natürlich lange darüber streiten, wie viel Schutz dadurch erreicht wird, aber ich denke, es ist sicher, dass es eben kein hundertprozentiger Schutz ist. Es gibt allerdings noch eine andere Maßnahme, und zwar kann man natürlich, sobald sie denn verfügbar sind, einfach ein besseres Lesegerät verwenden. Besser bedeutet jetzt hier Standard- oder Komfortleser, das heißt Lesegeräte, die über ein eigenes PinPad verfügen, selbstständig Paste durchführen und somit auf jeden Fall den Authentisierungsfaktor Wissen besser schützen als der Basisleser. So viel zu den Grundlagen. Kommen wir nun zu den eigentlichen Relay-Angriffen. Zunächst mal unser grundlegendes Szenario für Relay-Angriffe. Konzeptuell ist es dasselbe Szenario wie bei Max Moser und Thorsten Schröder. Technisch setzen wir auf einer etwas anderen Ebene an. Wir leiten nicht USB-Pakete weiter, sondern PCSC-Nachrichten. PCSC ist eine Middleware, mit der Applikationen mit Kartenlesegeräten kommunizieren können. Die ist auf allen modernen Plattformen verfügbar, also überall auf Windows, Linux, macOS gibt es eine Implementierung von PCSC. Und wenn man auf dieser Ebene Nachrichten weiterleitet, hat man im Endeffekt den gleichen Effekt wie beim Weiterleiten von USB-Paketen. Das Ganze sieht dann bei uns so aus, dass beim Angreifer der sogenannte virtuelle Smartcard-Leser läuft und der weist sich der Ausweis-App gegenüber aus, der sieht für die Ausweis-App aus wie ein ganz normales Lesegerät mit eingelegtem Personalausweis. Also die Ausweis-App hat überhaupt keine Möglichkeit festzustellen, ob das jetzt ein Stück Software ist, mit dem sie kommuniziert oder eben ein tatsächliches Lesegerät. Dieser Smartcard-Leser kommuniziert dann mit der virtuellen Smartcard, die muss beim Opfer installiert sein. Das heißt, das ist jetzt unsere eigentliche Schadsoftware.
Virtuelle Smart Card ist relativ einfach gestrickt, zumindest im Relay-Modus. Sie leitet einfach nur Pakete, die sie vom virtuellen Smart Card-Leser bekommt, weiter an den realen Smart Card-Leser. Und somit ist es auch hier bei diesem Angriff jetzt so, als ob der Leser des Opfers mit eingelegtem Personalausweis angeschlossen ist beim Angreifer. Es wurde auch relativ häufig falsch berichtet, dass bei Relay-Angriffen die Ausweis-App modifiziert werden muss. Das sieht man hier, glaube ich, ganz gut, dass das nicht der Fall ist. Beim Opfer bekommt die Ausweis-App überhaupt nichts davon mit, dass da überhaupt irgendwas läuft, muss deswegen nicht modifiziert werden. Und wie gesagt, beim Angreifer kann die Ausweis-App nicht erkennen, ob sie mit Software oder mit Hardware kommuniziert. Also bei diesem Angriff ist keine Modifikation der Ausweis-App notwendig. Der Angreifer kann nun, wenn er denn das entsprechende Geheimnis kennt, sich mit dem Personalausweis des Opfers bei einem Dienstanbieter seiner Wahl anmelden. Er kann dabei keine Daten ändern oder auch nur selber einsehen, denn die werden über den Ende-zu-Ende verschlüsselten Chip-CA-Kanal übertragen. Aber kann einfach im Namen eines Opfers dessen Personalausweis nutzen. Die Annahmen für diesen Angriff sind wieder dieselben wie bei den bereits beschriebenen Angriffern. Das Lesegerät muss für den Betrieb beim Opfer vorbereitet sein, es muss am PC angeschlossen sein und der neue Personalausweis muss drin liegen. Natürlich kann dieser Angriff einfach automatisiert im Hintergrund ablaufen. Das heißt, wenn jetzt der Tipp des BSI befolgt wird, dass der Personalausweis tatsächlich nur dann eingelegt wird, wenn der Anwender auch gerade die Funktion nutzen möchte, dann wartet die Software im Hintergrund halt so lange, bis der Ausweis drin liegt und führt dann den Angriff durch. Also das ist auch hier kein wirklicher Schutz. Auch hier ist die Annahme, dass die Schadsoftware beim Opfer läuft. Wie gesagt, begabte Leute können sicher um diese virtuelle Smartcard-Architektur einen Trojaner stricken. Als nächster Vortrag kommt, glaube ich, der Stuxnet-Vortrag. Die wissen sicher, wie das geht. Wir haben das in unserem Szenario einfach immer von Hand gestartet, aber es sollte klar sein, dass das auch im Hintergrund möglich wäre. Ja, und der Angreifer muss natürlich im Besitz des benötigten Geheimnisses sein, was eben genau dann der Fall ist, wenn beim Opfer ein Keylogger läuft und einmal das Geheimnis mitgeschnitten hat. Eine weitere Annahme, deren Bedeutung später noch genauer klar werden wird, ist, dass das Lesegerät keine Nachrichten filtert. Das bedeutet, dass die Nachrichten, die der Angreifer an das Opfer schickt, auch genauso weitergeleitet werden sollten, wie er sich das gedacht hat. Dass das zum Beispiel beim Basisleser der Fall ist, sollte klar sein. Das Szenario ist jetzt, wie gesagt, logisch dasselbe, wie wir es schon kannten, per USB over IP mit Basislesegerät. Und Frank geht jetzt darauf ein, wie das Ganze denn mit Standard- oder Komfortlesern aussehen könnte. Ja, also bei Standard und bei einem Basisleser ist es ja so, dass der prinzipiell nicht gegen so einen Relay-Angriff schützen kann. Aber wir haben ja schon gehört, dass man mit einem Standard- oder Komfortleser speziell das Geheimnis schützen kann. Denn die PIN-Eingabe erfolgt ja bei dem Leser immer am lokalen PIN-Pad. Aber wie jedes andere Passwort auch, ist die EID-PIN oder auch die eSign-PIN anfällig für Phishing oder anderes Social Engineering. Vorstellbar ist hier zum Beispiel, dass ein Angreifer ein Fenster nachbaut von der Ausweis-App und den Benutzer einfach mal fragt, ob er die PIN da nicht eingeben möchte. Ja, also, und was ein Angreifer auch machen könnte, ist, dass er das Geheimnis einfach versucht zu erraten. Der hat hierfür zwar nur 2 bzw. 3 Versuche, aber bei der Menge an Ausweisen, die ausgegeben werden, gibt es garantiert auch Leute, die schwache Passworte wählen wie 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder die aufgedruckte Kann oder ein Geburtsdatum. Deswegen ist die Frage, ob ein Standard- oder Komfortleser auch den Zugriff auf den Ausweis schützen kann. Denn PACE, TA und CA sind ja letztlich nichts anderes als APDUs, also Daten, die an den Ausweis per NFC geschickt werden. Und hier wäre es wünschenswert, wenn solch ein Leser die APDUs nicht einfach blindlings weiterleitet an die Smartcard, weil man so dann auch dieses lokale PIN-Pad umgehen könnte. In der technischen Richtlinie 3119 wird außerdem spezifiziert, wie man die PACE-Funktionalität des Lesers ansprechen kann von außen. Hier ist vorgesehen, dass man nicht nur die Art des Geheimnisses festlegt, die der Benutzer an dem PIN-Pad des Lesers eingeben soll.
sondern man kann praktischerweise auch von der Applikation ein Geheimnis hereinreichen. Das heißt, wenn ein Angreifer in der Lage dazu ist, eine PIN reinzureichen, dann muss er das PACE-Protokoll noch nicht mal selber implementieren oder umsetzen, sondern kann dafür den Standard- oder Komfortleser am Rechner des Opfers benutzen. Tatsächlich hat sich in unseren Tests gezeigt, dass wir haben hier ein älteres Modell von einem Testleser, dass der sich tatsächlich benutzen ließ wie ein Basisleser. Also der hat tatsächlich alle APDUs weitergeleitet und wir konnten auch mit dem diesen Laser für einen Relay-Angriff missbrauchen. Und auch die Funktionalität des Lasers ließ sich von außen mit einer vorgegebenen PIN starten. Dann haben wir hier noch ein neueres Modell von einem Testleser. Das befindet sich gerade im Zertifizierungsverfahren zu einem Standardleser und das verhielt sich tatsächlich vorbildlich. Also hat ein PACE-Protokolldurchlauf von außen nicht vollständig durchgelassen, hat also APDUs gefiltert und auch das Initialisieren dieses PACE-Ablaufes im Laser ließ er auch nur mit einer vorgegebenen CAN oder MRZ zu, aber nicht mit einer EID-PIN oder einer PUC. Jetzt kommen wir zur qualifizierten elektronischen Signatur. Beim elektronischen Identitätsnachweis ist es ja so, dass man als Angreifer höchstens sich authentifizieren kann als der Ausweisinhaber oder auch Operationen in seinem Namen durchführen kann, aber für all diese Operationen haftet der Ausweisinhaber nicht. Bei der QES ist das anders. Die ist rechtsverbindlich und hat deswegen einen sehr hohen Schutzbedarf. Während des Anwendungstestes, da gab es einen Dienst, der hat dieses Nachladen von so einem Signaturzertifikat mal als Beispiel implementiert. Da ist man auf die Webseite gegangen, man hat es so durchgeklickt und angehakt, dass das Zertifikat auch in einem Verzeichnisdienst aufgenommen werden soll. Und ja, dann hat man noch ein bisschen was bestätigt und am Ende hier gedrückt auf Nachladen starten. Dann hat der Dienst einen elektronischen Identitätsnachweis durchgeführt mit diesem Ausweis. Das heißt, man benötigte da die EID-PIN und naja, ein paar Sekunden später hatte man das Zertifikat auf dem Ausweis. Das funktionierte völlig einfach und medienbruchfrei und völlig ohne zweiten gesicherten Kanal, sondern man brauchte nichts weiter als diese EID-Funktionalität. Aber wenn es tatsächlich so einfach funktioniert, na was hielte denn dann auch einen Angreifer ab, das für mich ein Zertifikat zu beantragen? Also tatsächlich ist es so, dass dieses Szenario so im Echtbetrieb nicht umgesetzt werden könnte, beziehungsweise nicht zertifiziert würde. Aber warum das so ist, dazu kommen wir gleich. Zunächst gucken wir uns den technischen Prozess, wie die Signatur zum Ausweis kommt, noch ein bisschen genauer an. Da muss zunächst der Ausweisinhaber die Karte vorbereiten für dieses Signieren. Er muss dazu eine Signatur-PIN setzen. Die setzt man zum Beispiel mit einem Komfortleser, denn nur der hat die Berechtigung dazu und der EID-PIN und dann kann man initial die Signatur-PIN auf dem Ausweis setzen. Der zweite Schritt ist die Schlüsselpaarerzeugung durch den ZDA. Der führt zunächst eine zuverlässige Identifizierung des Ausweisinhabers durch, dazu genügt ein Durchlauf der EID. Und bei diesem EID-Durchlauf, da weist der ZDA einerseits seine Berechtigung nach, dass er ein Zertifikat nachladen darf und zum anderen entsteht ein Ende-zu-Ende-Kanal vom ZDA zur Chipkarte. In diesem gesicherten Kanal stößt der ZDA dann auf dem Ausweis die Signaturschlüsselerstellung an und der öffentliche Schlüssel des Ausweises, der wird dann vom ZDA benutzt, um das Zertifikat daraus zu basteln. Und das wird dann optional auf der Chipkarte gespeichert. Dann kommt ein sehr wichtiger Schritt, nämlich die Veröffentlichung des Zertifikats in einem Verzeichnisdienst. Erst wenn das Zertifikat für andere abrufbar ist, ist die Signatur von einem Ausweis auch tatsächlich für andere überprüfbar und erst dann handelt es sich bei dieser Signatur von einem Ausweis auch tatsächlich um eine qualifizierte elektronische Signatur. Und das ist also ein sehr wichtiger Schritt. Und dann schlussendlich kommt das Signieren mit dem Personalausweis. Dazu benötigt man natürlich die eSign-PIN und auch einen Komfortleser, weil nur der hat die Berechtigung dazu. Und wenn man sich diesen technischen Prozess anschaut, dann stellt man fest, dass man als Voraussetzung
Um eine Signatur-PIN zu setzen, die EID-PIN und Zugriff auf den Ausweis und den Komfortleser benötigt und zum Nachladen des Zertifikats beim ZDA auch nichts weiter braucht als die EID-Funktion des Ausweises. Und auch beim Signieren die initial gesetzte Signatur-PIN verwenden könnte mit einem Komfortleser. Allein die Veröffentlichung des Zertifikats in dem Verzeichnisdienst, allein das könnte einen Angreifer nur sehr schwer unter seine Kontrolle bringen. Ein Relay-Angriff zum Missbrauchen der Signaturfunktion könnte dann folgendermaßen aussehen. Man könnte verwenden die virtuelle Smartcard und die virtuelle Smartcard, um den Smartcard-Leser, um den Zugriff auf den Ausweis an den Angreifer weiterzuleiten. Die Ausweis-App kommuniziert aber nun nicht mehr direkt mit dem virtuellen Smartcard-Leser, denn wir benötigen noch den Komfortleser, der uns die Berechtigung gibt, diese Signaturfunktion zu nutzen. Dazu brauchen wir einen Kartenemulator. Wir haben hier das Programm geschrieben PCSC Relay, welches den Touch-Attack nutzen kann, um per NFC mit einem echten Komfortleser zu kommunizieren. Das heißt, ein Angreifer könnte jetzt in seiner Ausweis-App, ganz normal das Initialisieren, das Signieren starten und die Signatur-PIN versuchen zu setzen. Der Komfortleser würde dabei dann mit dem Kartenemulator sprechen und über virtuelle Smartcard und den virtuellen Smartcard-Leser würden die Anfragen dann an den Ausweis weitergeleitet werden. Und zum Setzen der Signatur-PIN würde er dann nichts weiter benötigen als die EID-PIN. Auch das Nachladen von dem Zertifikat würde auf ähnliche Weise funktionieren. Da würde der Angreifer dann quasi Kontakt aufnehmen mit dem ZDA und der würde über diese gesamte Kommunikation dann letztlich auf dem entfernten Ausweis das Zertifikat installieren. Und auch beim eigentlichen Signieren kann man jetzt mit dem Komfortleser über den Kartenemulator mit der entfernten Karte kommunizieren und mit der initial gesetzten Signatur-PIN hätte der Angreifer dann auch die Möglichkeit, das zu tun. Wir haben unsere Relay-Angriffe, also sowohl den Relay-Angriff auf die EID-Funktion als auch die Signaturfunktion. Wir haben besprochen mit dem BMI und dem BSI und wir wurden darauf hingewiesen, dass es eine Ergänzung der Signaturverordnung gibt bzw. gab. Die trat in Kraft am 15. November, also ist noch gar nicht so lange her. Und da heißt es, dass der ZDA der hat sich vom Signaturschlüsselinhaber den Besitz der sicheren Signaturerstellungseinheit zum Zeitpunkt der Signaturschlüsselerstellung bestätigen zu lassen. Das heißt, der eigentliche technische Vorgang zum Setzen der Signatur-PIN, zum eigentlichen Signieren und zum Nachladen des Zertifikats auf den Ausweis, das bleibt derselbe. Nur die Veröffentlichung des Zertifikats in dem Verzeichnisdienst, dem ist noch ein weiterer Kanal vorgelagert, ein weiterer sicherer Kanal neben der EID-Funktion. Auf diesen sicheren Kanal hätte dann der Angreifer keinen Einfluss mehr, so die Hoffnung. Welche Mechanismen hier zu dieser Prüfung des Besitzes genutzt werden, das wird dann im Rahmen der Zertifizierung des ZDAs geprüft werden. Wir sind also nicht vorgeschrieben, aber im Gesetzestext ist hier die Rede von der Schriftform. Also ich bin da Laie, aber wenn ich mir darunter nur vorzustellen habe, dass ein Angreifer einen Brief abfangen muss und den unterschrieben irgendwohin zurückschicken muss, ist es möglicherweise kein unbedingt sicherer Kanal, den man da benutzt. Außerdem wurde uns gesagt, dass Standard- und Komfortleser einen Authentisierungsfilter besitzen sollen. Ja? Das heißt, dass man einen Standard- oder Komfortleser nicht wie einen Basisleser benutzen können soll, sondern dass der quasi APDUs filtert und auch den Missbrauch der PACE-Funktionalität nicht zulassen soll. Aber wie das genau umgesetzt werden soll, das ist nicht vorgeschrieben. Es wird auch so sein, dass die ersten Leser nach ITSEC zertifiziert werden und dass es erstmal keinen Protection Profile nach den Common Criteria gibt, nach denen man genau nachvollziehen könnte, welche APDUs filtert er oder welche Maßnahmen werden dort ergriffen, damit eben der Ausweis geschützt wird. Aber die Botschaft war, dass eben Standard- und Komfortleser sicher sein sollen. Das bringt uns zum nächsten Problem. Wenn ich nämlich einen Komfortleser kaufe, wie kann ich denn dann sicher sein, dass das wirklich ein echter Komfortleser ist? Die Ausweis-App, die prüft die Bezeichnung des Lesers.
Also die hat eine signierte Liste von zertifizierten Lesern. Da steht die Bezeichnung drin und auch Lesereigenschaften. Und wenn der Leser, der jetzt gerade angesteckt wurde, wenn der nicht in dieser Liste auftaucht, na dann ist es eben kein zertifizierter Leser. Aber die Bezeichnung des Lesers, na die kommt vom Betriebssystem und ist trivial zu fälschen. Also je nach Betriebssystem muss man dazu lediglich im Gerät sagen, hallo, ich bin der und der. Oder man muss schlimmstenfalls eine Konfigurationsdatei zu dem Smartcard-Leser editieren. Also es wird kein wirklich sicherer Kanal, um festzustellen, ob der Leser echt ist oder nicht. Was es auch noch geben wird, mit Sicherheit, ist das Logo des neuen Personalausweises auf dem Chipkartenleser. Das geht so in die Richtung Produktdesign, aber meine persönliche Meinung ist, dass das auch nicht wirklich zuverlässig den Leser bestätigt in seiner Authentizität. Was ist eigentlich das Problem? Das Problem ist Skimming. Deswegen will ich eigentlich wissen, warum ich mit einem echten Komfortleser kommuniziere. Denn der Komfortleser hat natürlich nicht nur Zugriff auf meinen Ausweis, sondern ich gebe am lokalen PIN-Pad ja auch meine ganzen Geheimnisse ein. Kann EID oder auch Signatur-PIN. Und wenn ich das jetzt an einem gefälschten Komfortleser mache, dann könnte der natürlich auch das missbrauchen und irgendwas signieren, was ich gar nicht will. Aber der Komfortleser hat tatsächlich auch ein sehr starkes Token, nämlich den privaten Terminalschlüssel. Der befindet sich in einem zertifizierten Sicherheitsmodul und den kriegt man da auch ohne weiteres nicht heraus. Aber die Prüfung dieses Schlüssels, die ist nur vorgesehen im Rahmen der TA und das auch nur gegenüber einer Chipkarte. Das heißt, wenn der Komfortleser mit dem Ausweis redet, dann weist er tatsächlich seine Berechtigung nach, zum Beispiel, dass man damit eine Signatur erstellen darf. Aber dieser Nachweis ist nicht vorgesehen gegenüber dem Besitzer des Ausweises. Der kann das also nicht überprüfen. Aber selbst wenn man diesen Schlüssel nach außen hin überprüfbar machen würde, hätte man das Problem, dass man Terminal-Zertifikate nicht zurückziehen kann, also kompromittierte Schlüssel nicht zurückziehen kann. Das ist bei normalen EID-Diensten ist es nicht so tragisch, weil deren Zertifikate, die sind immer nur ein paar Tage gültig und selbst wenn es da mal einen kompromittierten Schlüssel gibt, na dann kann der auch nur einen kurzen Zeitraum missbraucht werden, vorausgesetzt die innere Uhr vom Personalausweis ist aktuell. Aber beim Zertifikat des Komfortlesers ist das ein bisschen anders. Dieses soll mehrere Jahre gültig sein. Und wenn es ein Angreifer tatsächlich schafft, einen Terminal-Schlüssel aus einem echten Komfortleser herauszuholen, dann kann der diesen Schlüssel inklusive Zertifikat auch in beliebig vielen gefälschten Lesern verbauen und so dem Ausweis gegenüber als validen, gültigen Komfortleser erscheinen lassen. Kommen wir nun zu den Ergebnissen. Also wir haben gezeigt, dass der Authentisierungsfaktor Besitz, dass der schwächer ist, als man annehmen würde. Denn tatsächlich wird nicht der Besitz der Chipkarte überprüft, sondern lediglich der Zugriff auf den Ausweis. Und beim Authentisierungsfaktor Wissen, da haben wir gesprochen über die EID-PIN, die anfällig ist für Social Engineering und natürlich auch durch einen Basisleser grundsätzlich nicht gut geschützt werden kann. Außerdem haben wir gesprochen über die eSign-PIN, die man mittels der EID-PIN und einem Komfortleser setzen kann und ein Angreifer quasi durch dieses initiale Setzen auch in Besitz der eSign-PIN gelangen könnte. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die Card Access Number. Hier ist ein Brute Force möglich. Also dass das möglich ist, ist nicht weiter überraschend, weil die kann nicht geschützt ist durch einen Fehlbedingungszähler. Das heißt, man kann beliebig oft einen Paste-Durchlauf mit der CAN starten. Aber was tatsächlich überraschend ist, ist, dass dieser Brute Force so schnell geht. Denn eigentlich steht in der technischen Richtlinie 3110, dass Geheimnisse mit geringer Entropie, die nicht durch einen Fehlbedienungszähler geschützt sind, dass diese Geheimnisse eigentlich mit zusätzlichen Maßnahmen gegen Brute Force geschützt werden müssten. Zum Beispiel eine Zeitverzögerung wird in der Richtlinie genannt. Aber genau das ist, und das konnten wir tatsächlich mit einem echten Ausweis überprüfen, bei dem neuen Personalausweis nicht geschehen. Und ein weiteres Problem haben wir identifiziert, nämlich dass man vertrauenswürdige Geräte nicht zuverlässig identifizieren kann.
Und das Problem des Skimmings, das gibt es natürlich nicht nur bei den Lesern, die ich zu Hause benutze, also bei dem Standard- oder Komfortleser, sondern das gibt es ganz klar auch an Terminals, die ich in der Öffentlichkeit benutze. Denkbar ist denn hier auch eine Privilege Escalation. Ich im Glauben, zum Beispiel einen Altersnachweis durchzuführen in der Videothek oder am Zigarettenautomaten, wird aber eigentlich mit meinem Ausweis im Kontext einer Signatur kommuniziert, und das kann ich als Besitzer des Ausweises nicht gut kontrollieren und nicht überschauen. Die Authentifizierung mit dem neuen Personalausweis ist sicherer, wenn man das jetzt vergleicht nur mit dem Schema nach Benutzernamen und Passwort. Denn immerhin braucht man ja Zugriff auf ein physisches Objekt, und auch die Kommunikation zum Personalausweis ist abgesichert durch starke Kryptographie. Und auch die Signatur für sich genommen, die ist besser als das, was bisher mit Signaturkarten gemacht wurde, denn die Kommunikation zum Ausweis ist immerhin verschlüsselt, was bei bisherigen Signaturkarten nicht der Fall war. Aber das große Problem von dem neuen Personalausweis ist, dass man auf ein und derselben Chipkarte zwei Anwendungen mit unterschiedlichem Schutzbedarf hat und dass ich als Anwender nicht genug Möglichkeiten habe, zu kontrollieren, in welchem dieser beiden Kontexte meine Chipkarte jetzt benutzt wird. Zum Beispiel kann ich als Anwender auch nicht die Signaturfunktion separat von der EID-Funktion deaktivieren. Ich könnte zwar die EID-Funktion deaktivieren, damit wäre auch ein Signieren nicht mehr möglich, aber dann könnte ich den Ausweis zu Hause privat gar nicht mehr nutzen. Und wenn man sich anschaut, was kann denn für ein Schaden entstehen, wenn ich jetzt zum Beispiel die Login-Daten, also meinen Benutzernamen und mein Passwort, zum Beispiel von meinem MeinVZ-Zugang verliere, na, was kann ein Angreifer da machen? Er kann ja Nachrichten in meinem Namen schreiben. Ja? Aber wenn es ein Angreifer tatsächlich schafft, zum Beispiel mit einem der von uns gezeigten Relay-Angriffe, die Signatur-PIN auf meinem Ausweis zu setzen, ein Zertifikat nachzuladen und tatsächlich auch ein Dokument zu signieren, dann bestellt er vielleicht in meinem Namen 10 Waschmaschinen und dann stehe ich halt da und muss die bezahlen. Ja? Und genau dieser Schaden kann eben bei einem einfachen Verlust von so einem Passwort nicht unbedingt entstehen. Jetzt kommen wir zur Kür, ja, zur Demonstration, und Dominik kann ja schon mal ein paar Fragen beantworten, und ich bereite das hier so ein bisschen vor. Ja, ich würde darum bitten, falls ihr Fragen habt, hier im Saal direkt zu den Mikros zu gehen. Wir haben eins rechts, eins links hier im Saal, und wir haben für alle die an den Streams sitzen, natürlich in diesem Jahr auch die Möglichkeit, direkt über IRC oder Twitter die Fragen zu stellen, und Gewürzwiesel wird die Fragen dann für euch stellen. Aber zuerst Sandro. Eine kleine Sache, die eigentlich gar nicht so euer Thema war. Es ging um die Beweiskraft der EID. Was ihr jetzt mal übernommen habt, ist die Aussage der Bundesregierung, dass es ja eigentlich nichts aussagt und nicht rechtskräftig ist. Da gibt es sehr unterschiedliche Aussagen, und wir wissen eigentlich aus der Praxis bei den EC-Karten, dass natürlich so ein Verfahren doch eine gewisse Beweiskraft hat und dass auch beim einfachen EID-Fall, wenn es zum Missbrauch kommt, ich wahrscheinlich als Nutzer in einer unangenehmen Situation bin, nachzuweisen, dass ich es nicht war, der die EID in der Funktion genutzt hat und vielleicht irgendwie sich nicht irgendwo eingeloggt hat oder irgendwas auch per Internet bestellt hat. Das ist richtig. Worauf wir uns jetzt bezogen haben, als wir gesagt haben, dass es nicht rechtgültig ist, es gibt tatsächlich ein Rechtsgutachten dazu. Ja, wobei das Rechtsgutachten, wenn man es mal genau guckt, sagt eigentlich nichts aus, sondern es sagt aus, dass es zwar nett gemeint ist, aber über die Praxis sagt das Rechtsgutachten ja nicht aus, weil es gibt ja noch keine Praxis. Genau. Und insofern kann man sich nur auf, sag ich mal, die Parallelen zum Signaturgesetz ziehen, wo ja auch eigentlich die Beweislastumkehr ist zu Ungunsten des Nutzers in der Regel, und eben auch bei der jetzigen Situation bei EC-Karten auch schon. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Also das ist auch einer der Punkte, wo wir... Das meinte ich vorhin mit, wir sind keine Anwälte. Genau, deswegen auch irgendwie überhaupt nichts gegen euch, hat auch eigentlich überhaupt nichts, gar nichts mit dem Thema zu tun, aber nur so als... Und die ersten Forderungen kamen jetzt tatsächlich schon. Also es gab letztens irgendwie den Verband der deutschen Versandhändler. Und da war tatsächlich schon der Tenor so, ja, mit der EID-Funktion haben wir jetzt Rechtsverbindlichkeit. Also es ist wir sind eher der Meinung, dass die EID-Funktion nichts rechtsverbindlich sein sollte, ob sich das tatsächlich nachher in der Praxis so bewährt.
Das ist richtig, wobei man das bei der Signatur natürlich auch schon in Frage stellen kann, welche Rechtskraft. Ja gut, die qualifizierte elektronische Signatur ist ja gerade unter dem Hintergrund entworfen worden, dass sie rechtsbindend sein soll. Also da ist definitiv der... Unter der Festlegung, dass alle Systeme sicher sind. Und natürlich. Okay, darf die nächste Frage kommt von einer der Peace Missions. Darf ich da vorher hier einsteigen und den ersten Teil der Demo machen? Ja. Und zwar, was wir jetzt machen, ist, wir haben hier den etwas älteren Testleser. Der ist angeschlossen bei einem Windows-PC beim Opfer. Über die virtuelle Smartcard wird es auf dem virtuellen Smartcard-Leser weitergeleitet. Und das sprechen wir gleich an mit dem Paste-Tool, ein Programm, das wir selber geschrieben haben. Die Ausweis-App ist nämlich etwas schwerfällig. Hier sieht man, das ist jetzt der angegriffene Rechner in der virtuellen Maschine. Hier, wir verbinden uns zu diesem Rechner, ist jetzt der Angreifer. Der Ausweis ist hier auch schon in dem virtuellen Smartcard-Leser eingelegt. Und wenn jetzt alles klappt, können wir auch gleich die PIN setzen, umsetzen. Ich glaube, 2, 6. Halt, das habe ich da irgendwo gespeichert. Ach, da war es doch gerade. Da. Wir haben zu viele Ausweise. Ja, also hier, das ist die alte PIN, die 260545. Und da setze ich jetzt eine neue PIN. Das könnte dann quasi ein Angreifer genauso machen. Und ein Angreifer könnte auch auf dieselbe Art und Weise die Ausweis-App starten und zum Beispiel einen elektronischen Identitätsnachweis durchführen. Hier sehen wir jetzt, die PIN wurde erfolgreich geändert. Und damit gebe ich wieder ab an Dominik, bereite die nächste Demonstration vor. Ja. Okay, dann kommt jetzt die Frage von der Peace Mission. Okay, passt jetzt zur Demo ganz gut. Der Viertel im IHC möchte wissen, ob ihr Tipps zu Tools habt, um mit dem Ausweis zu spielen. Ja, Tipps zu Tools. Linux, hat er gesagt. Tipps zu Tools. Wir haben selber, wie gesagt, Software geschrieben. Und zwar können wir da empfehlen, auf SourceForge gibt es OpenPace und die virtuelle Smartcard-Architektur, von der wir eben schon geredet haben. OpenPace ist eine Implementierung des PACE-Protokolls. Es ist ein Patch für OpenSSL, der für OpenSSL PACE-Unterstützung nachrüstet. Und getestet haben wir den mit verschiedenen Generationen von Ausweiskarten und auch schon mit realen Ausweisen. Also damit kann man zumindest das PACE-Protokoll schon mal durchführen, was lokal das einzige der drei Protokolle ist, was zwischen Rechner und Karte gesprochen wird. Und ansonsten zum Spielen mit der virtuellen Smartcard-Architektur, die Frank gerade so ein bisschen vorgeführt hat, da sind eben so Sachen wie Paste-Tool oder das, was jetzt gleich zum Einsatz kommt, fürs Relaying enthalten, mit dem man eben diese Weiterleitungsgeschichten in Angriff nehmen kann. Beides kann man tatsächlich sogar verwenden, wenn man jetzt nochmal selber ein bisschen Energie reinsteckt. Also wenn man zum Beispiel bei OpenPace jetzt noch CA und TA-Unterstützung nachrüstet, was nicht mehr ganz so viel Arbeit ist, dann kann man mit OpenPace und der virtuellen Smartcard-Architektur einen Emulator für einen Personalausweis bauen, der dann funktioniert, falls tatsächlich mal jemand in den Besitz des CA-Schlüssels kommen sollte. Das heißt, wenn ihr den CA-Schlüssel knackt, dann könnt ihr unsere Software verwenden, um beliebige Personalausweise zu emulieren. Ein bisschen müsst ihr noch programmieren. Okay, nun der nächste Teil von der Demo. Der Ausweis ist hier weiterhin in diesem Testleser drin und angegriffen wird immer noch der Windows-PC. Also Windows ist jetzt nicht schlechter als andere Betriebssysteme, nur diese Treiber für diese Pinpad-Leser, die waren halt alle nur für Windows, deswegen müssen wir das immer mit dem Windows zeigen. Prinzipiell ging das aber auch, wie Dominik gesagt hat, auch auf anderen Betriebssystemen. Also der Ausweis wird wieder an den Angreifer weitergeleitet, zum virtuellen Smartcard-Leser. Und hier macht der Angreifer jetzt Folgendes, der benutzt einen Kartenemulator, um dann drahtlos wieder mit einem Pinpad-Leser zu kommunizieren. Dieses Szenario würde man quasi machen, wenn man jetzt mit einem Komfortleser reden wollen würde. Das heißt, wenn man die entfernten Ausweisdaten wieder auf die NFC-Schnittstelle packen will, um zum Beispiel die Signatur-PIN zu setzen oder Daten zu signieren oder ja, mit dem Ausweis. Okay, mal sehen, ob es klappt. Also hier ist jetzt wieder die virtuelle Smartcard und virtuelle Smartcard-Leser sind verbunden.
Hier starten wir die Software zum Relaying. Wir benutzen hier den Touch Attack, der war auf dem Bild noch aufgemacht. Da fehlte die Verschalung, weil wir anfangs ein bisschen Empfangsschwierigkeiten hatten. Okay. Ja, allgemein funktioniert das nicht ganz so zuverlässig, sind wie gesagt Testgeräte, deswegen sind wir jetzt selber gespannt, was draus wird. Okay, mal gucken. Also hier werden schon die ersten Datenpakete ausgetauscht zwischen diesem Testleser und dem Kartenemulator. Und nun, dieser Testleser ist angeschlossen hier wieder in diesem Windows-System. Das heißt, die Karte kommt aus dem Windows-System ins Linux und dann wieder zurück. Und hier können wir jetzt in der Ausweis-App diesen Testleser mit dem Kartenemulator ansprechen und wieder die PIN zurückändern. So. Natürlich muss ich jetzt die EID-PIN hier an diesen Testleser eingeben, weil die Ausweis-App dieses PIN-Pad anspricht. Ich glaube 1, 2, 3, 4, 5, 6 hatte ich gemacht. Oh ja, das hat schon mal geklappt, der Pace-Kanal, und jetzt setze ich es wieder zurück. 6, 2, 6, 0, 5, 4, 5, okay. Und nochmal wiederholen. 2, 6, 0, 5, 4, 5. Okay. Ja, hier, alles erfolgreich abgelaufen. Und quasi auf dieselbe Art und Weise würde man dann einen Komfortleser als Angreifer benutzen. Dann hätten wir noch Fragen im Publikum. Hier sehe ich noch jemanden. Ja, ihr habt gesagt, dass man 4,5 Tage braucht, um die Karte durchzuprobieren. Ja. Aber dafür braucht man ja auch noch spezielle Zugriffszertifikate, also Terminal Authentication Zertifikate. Nein, das ist falsch. Das ist falsch, weil man kann das PACE-Protokoll durchführen mit der CAN und benötigt dafür überhaupt keine Berechtigung. Also wenn ich die CAN habe, kann ich auslesen, ohne jetzt irgendwie ein spezielles Zertifikat zu haben? Nein, das ist falsch. Die Card Access Number, damit kann man nichts auslesen und man kann den Ausweis auch nicht direkt identifizieren. Höchstens darüber, dass eben eine spezielle CAN benutzt wurde. Aber die CAN selber kann man jetzt erstmal nicht benutzen, um Daten auszulesen. Dazu bräuchte man die EID-PIN und tatsächlich auch ein Terminal-Zertifikat. Hm. Über die CAN selber, wenn man die hat, kann man, die benötigt man zum Beispiel im Rahmen der Signatur. Bevor man am Komfortleser mit dem Ausweis signieren kann, muss man am Komfortleser die CAN eingeben oder, wie ich vorhin gesagt habe, die CAN wird von der Ausweis-App an den Komfortleser reingereicht und dann erst gibst du die Signatur-PIN an dem Leser ein. Okay, aber der Zugriff, den zum Beispiel die Polizei oder so auf den Leser hat, die müssen sich vorher noch extra authentisieren, genau, mit speziellen Zertifikaten. Für die E-Pass-Funktion, die du jetzt ansprichst, um die zu nutzen, bräuchte man dann wieder ein Terminal-Zertifikat, das genau diese Berechtigung hat. Und da ist jetzt natürlich die Hoffnung, dass man da als Angreifer nicht so leicht drankommt. Ja. CAN oder MRZ. MRZ ist noch die... Also man braucht für die E-Pass-Funktion entweder die CAN oder die MRZ, ja. Also das ist auch geregelt über die Berechtigung des Terminal-Zertifikats. Da kann eben so ein Bit drinstehen, ja, darf mit Karten die Authentifizierung durchführen. Bitte die offiziell Frage, nicht. Bitte die Frage wiederholen. Achso, die Frage war jetzt, ob es für Terminal-Zertifikate, die die Berechtigung haben, die E-Pass-Funktion zu nutzen, ein spezielles Bit gibt, kann die Funktion auch ohne Eingabe eines Geheimnisses nutzen. Und laut Spezifikation gibt es das nicht. Okay, wir haben hier drüben noch eine Frage. Ihr habt jetzt recht eindrucksvoll gezeigt, wie man so einen Laser und die Karte kapern kann. Das heißt, dass ich plötzlich eben 10 Waschmaschinen geliefert kriege und nichts dagegen machen kann. Mich würde jetzt mal die andere Seite der Medaille interessieren. Und zwar, wie sieht es denn aus mit der Verifikation von so einer Unterschrift? Also, wenn ich jetzt nicht gerade im Gericht bin, dass da vielleicht einen entsprechend abgesicherten Park hat, sondern einfach einen Versender im Online-Geschäft. Wenn ich jetzt von jemandem so eine bestätigte Signatur bekomme, wo kann ich denn sicher sein, dass ich halt eben nicht irgendwo in meiner Verifikationsapplikation was eingenistet hat und dass ich plötzlich halt eben 10 Maschinen rausschicke, obwohl ich überhaupt keine verbindliche Signatur habe und die bezahlt kriege? Ja, das ist jetzt natürlich wieder eine Frage, wo wir in den juristischen Bereich reinkommen. Also grundsätzlich ist es so, dass für qualifizierte elektronische Signaturen der Aussteller haftet.
Das heißt, das wäre dann das Problem desjenigen, der die Signatur erstellt hat. Allerdings den Nachweis zu führen, wann eine Signatur jetzt qualifiziert ist und wann sie nur eine fortgeschrittene elektronische Signatur ist, das ist ein weites Feld, was wir auch bei kontaktbehafteten Daten schon haben, und da gibt es gesetzliche Regelungen zu. Also es ging mir jetzt gar nicht mehr unbedingt darum, dass ich jetzt irgendwo halt eine Signatur habe, die verifiziert, also die ordnungsgemäß erstellt ist, sondern dass ich habe irgendeine Applikation, die versucht halt eben einen Zahlvorgang zu bestätigen, und dass die irgendwie gekapert wird, also dass die praktisch halt eben eine Signatur untergeschoben kriegt und die fälschlich authentifiziert. Also dass praktisch gar nicht unbedingt jetzt auf der Seite des Signaturerstellers was passiert, sondern nur auf der Seite desjenigen, der sie versucht zu verifizieren. Ja, also ich glaube, wenn man die Signatur verifizieren wollen würde, dann würde man doch da auch bestätigte Software nehmen, oder? Ich meine, ja gut, aber das ist ja wieder die Sache, halt eben bestätigte Software. Die Signatur ist halt überprüfbar anhand des Zertifikats, welches sich im Verzeichnisdienst befindet. Was du dann mit dem Zertifikat machst oder wie, ja, das ist... Aber wer sagt mir denn, dass ich das Zertifikat auch von einem autorisierten Verzeichnisdienst bekomme oder dass sich da nicht irgendwo was einklingt? Ja, da gibt es sehr viel bestehende Infrastruktur, also auch diese Verzeichnisdienste gibt es schon. Da gibt es Vorschriften und Technologien, die jetzt aber nichts grundsätzlich mit dem neuen Personalausweis zu tun haben, sondern das ist bestehende qualifizierte elektronische Signaturinfrastruktur und nichts Neues. Dann hätten wir eine Frage hier drüben. Meine Frage bezieht sich auf die Geschichte, wenn ich dann später an den Komfortleser oder beispielsweise an einem öffentlichen Terminal nicht sicher bin, ist das jetzt irgendwie kompromittiert oder ist das jetzt echt? Bestünde die Möglichkeit, dass ich sozusagen selber meine eigene Karte emuliere und mir angucke, was da für Daten rübergehen? Also kann ich diese APDUs zumindest irgendwie als in ihrer Form erkennen und dann sehen, okay, da leitet jemand was weiter oder da fragt jemand was ab, was dieses Terminal eigentlich gar nicht können sollte? Also wir haben an unserem Lehrstuhl bereits, ich glaube, also mindestens eine Diplomarbeit, die sich damit auseinandersetzt. Ich persönlich schreibe eine Diplomarbeit über einen mobilen Smartcard-Laser, den man benutzen kann mit dem neuen Personalausweis. Und die Idee dahinter ist quasi tatsächlich die, dass man auch mit dem mobilen Gerät irgendwo hingehen kann und überprüfen kann, was macht denn dieses Terminal mit meinem Ausweis, indem es zum Beispiel überprüft die Terminal Authentication, also indem es erstmal versucht, die Karte zu emulieren. Und bei diesem Emulationsvorgang kriegt das Terminal erst bei der Chip Authentication mit, ob es ein echter Ausweis ist oder nicht. Und bis dahin hat das Terminal quasi schon seine Berechtigung nachgewiesen und auch quasi festgelegt, was es mit dem Ausweis tun will. Und genau das könnte man auch mit einer emulierten Karte machen, das ist richtig, ja. Also genau dieses Relaying kannst du eigentlich dafür verwenden, mal reinzugucken, was denn da bei der Terminal Authentication übertragen wird. Und da du dir prinzipiell, wenn du dem Ausweis vertraust, sicher sein kannst, dass der Ausweis nur die Daten freigibt, für die eben Zertifikat eine Berechtigung besteht, dann weißt du nach der TA, dass nur diese Daten ausgelesen werden können. Gut, danke. Gut, dann haben wir keine weiteren Fragen mehr, wie ich sehe. Hier noch. Wenn ich es richtig verstehe, muss beim Opfer ja der Ausweis in der Maschine liegen, damit man diesen Relay-Angriff durchführen kann. Ja. Sieht der Opfer an seiner Maschine, ob eine Buchung zustande gekommen ist? Mhm. Weil dann würde er den Angriff zumindest schnell merken und kann dafür sorgen, dass die Karte gesperrt wird. Naja, also es ist so, bei diesen Testlesern ist es so, dass da ein paar Lämpchen blinken, wenn da kommuniziert wird. Ja? Aber es ist jetzt, also man kann eigentlich nicht, also man kann zum Beispiel bei den Linux-Systemen kann man dem PCSCD sagen, na dann druck mal alle APDUs aus, die da hin und her gehen. Aber das ist nicht wirklich ein zuverlässiger Mechanismus, um festzustellen, erstens, was gemacht wird mit dem Ausweis und zweitens ist es für quasi schlecht zu analysieren, ja. Aber natürlich, wenn die LED von deinem Lesegerät wild anfängt zu blinken, solltest du dir vielleicht Sorgen machen. Aber generell, wenn das passiert, ich lasse das Teil liegen über Nacht, ich schlafe da, egal, dass es einfach eine Taste gegen sollte, letzte Buchung, der sagt mir, gestern Nacht 3 Uhr hast du einmal eine Authentifizierung gemacht. Ist nicht vorgesehen.
Schade. Wäre theoretisch möglich. Aber man muss da auch ein bisschen differenzierter rangehen. Bei einem Basislaser ist es tatsächlich so, dass nur eine Lampe vielleicht blinkt. Aber ein Standard- und Komfortlaser, die sollen ja explizit dazu da sein, dass sie den Ausweis schützen. Das heißt, mit denen ist es dann hoffentlich nicht möglich, dass man auch von einer entfernten Instanz PACE-Protokoll oder auch TA und CA durchbringt. Die sollten dann schon, wie ich gesagt habe, die APDUs filtern oder auch die PACE-Funktionalität des Lasers selbst schützen. Aber das, wie gesagt, ist nirgendwo festgeschrieben bisher und ist aber wünschenswert. Und wie ich auch gesagt habe, in dem neueren Testlasermodell wird es tatsächlich auch gemacht. Wer so zu Hause einen Standard- oder einen Komfortlaser benutzt, der hat ein bisschen, also hat ist schon auf der sicheren Seite eigentlich. Ja. Okay, wir haben noch eine Frage aus den Peace Missions. Richtig. Der Buddha fragt, ob es aus eurer Sicht denn Argumente für die Verwendung des Ausweises schon gibt. Naja, wir hatten ja davon gesprochen, dass die Authentifizierung, wenn sie denn den Benutzernamen und das Passwort ersetzt, dass es dann schon sicherer ist mit dem neuen Personalausweis. Und auch die Signatur ist sicherer als mit bisherigen Signaturkarten. Aber es ist nur so, dass man den Anwendungskontext schlecht bestimmen kann. Also ja. Die Angriffe müssen jetzt natürlich online erfolgen. Also der Angreifer ist darauf angewiesen, dass beim Opfer, wie gesagt, der Laser angeschlossen ist und der Personalausweis eingelegt ist. Und nur dann kann er so einen Angriff durchführen. Bei Diensten, die nur Benutzername und Passwort zur Authentisierung verwenden, ist das nicht der Fall. So, ich sehe jetzt, wir haben noch drei Fragen. Dann würde ich darum bitten, dass Sie sich kurz fassen, dann kriegen wir die alle drei noch unter einen Hut. Wir haben jetzt hier eine ganze Menge zum Thema Relay-Angriffe gesehen. Welche Tipps haben Sie jetzt direkt für den einfachen Nutzer, der keine Ahnung von Technik hat und jetzt diesen neuen elektronischen Personalausweis hat und denkt damit, oh Wunder, jetzt kann ich ja alles Tolles machen. Welche Sicherheitstipps geben Sie diesen Nutzern? Ja, wir haben da mal was vorbereitet. Also quasi von offizieller Seite müsste man dafür sorgen, dass Standard- und Komfortlaser, wie gesagt, APDUs filtern, dass es da eine APDU-Firewall gibt, speziell für den Ausweis. Man sollte keinen Basislaser benutzen, weil man, wie gesagt, nicht sicher sein kann, ob nicht auf dem PC ein Trojaner ist. Und auch öffentliche Terminals, wo man die EID-PIN oder so eingibt, ist ungünstig zu benutzen. Aber vielleicht kann man das nicht immer vermeiden. Deswegen hier mit Fragezeichen. Man könnte auch für die Zukunft darüber nachdenken, dass man die PIN dynamisch gestaltet, zum Beispiel mit einem Kartendisplay, sodass, wenn ein Angreifer ein Geheimnis abfängt, dass er das nicht für die nächste Transaktion wiederverwenden kann, weil es eben eine dynamische PIN ist. Distance Bounding könnte man auch durchführen, zum Beispiel zwischen dem Komfortlaser und der Chipkarte. Damit würde man dann sicherstellen, dass die Karte sich tatsächlich in sicherer Nähe befindet. Aber das ist dieses Kartendisplay und Distance Bounding sind Sachen, die kann man also höchstens dann für die nächste Kartengeneration im Hinterkopf behalten. Und man muss auch sicherstellen, wenn man die QoS schützen will, dass es einen sicheren Kanal gibt und man könnte vielleicht als Benutzer auch die Signatur-PIN setzen. Dann würde man verhindern, dass über das initiale Setzen der Angreifer in dessen Besitz kommt. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass man Standard- und Komfortlaser benutzt und Basislaser und öffentliche Terminals vermeidet. Okay, wir haben jetzt noch zwei Fragen. Bitte ganz kurz, noch 3 Minuten. Nur eine ganz kurze Frage. Und zwar der Standardlaser. Der hat ja nun ein eigenes PIN-Pad. Kann man den irgendwie, ist es im Standard vorgesehen, den doch zu überreden, eine am Bildschirm oder am Rechner eingegebene PIN zu akzeptieren? Oder ist es einfach automatisch? Wie gesagt, das ist uns mit einem Testgerät gelungen, mit einem späteren Testgerät nicht mehr. Wir haben keine fertigen Dinger und das wird sicher spannend. Was der Standardleser jetzt machen muss, muss er im Endeffekt eine Firewall haben, die sich anguckt, welche Nachrichten übermittelt werden und dann solche Nachrichten filtert, die eben nicht gewollt sind. Und bei jeder Firewall besteht natürlich eventuell die Möglichkeit, dass da in der Implementierung ein Fehler ist und man dann vielleicht, wenn man etwas übermittelt, was die Firewall nicht so ganz kennt, dann doch durchkommt. Aber das kann man erst sehen, wenn dann tatsächlich Standardleser da ist. Und der Komfortleser, der nimmt aber nichts an von außen? Doch, ja. Der hat dasselbe, das dasselbe Problem. Ja. Okay. Müsste das auch machen. Okay, danke. Gut, letzte Frage hier vorne. Ja, wenn ich eine EC-Karte habe, dann kann ich ja, wenn ich sie verliere, sie irgendwie schnell sperren lassen. Und wenn ich irgendwie merke, dass da eine falsche Buchung passiert ist, weil meine
EC-Daten irgendwo gelandet sind, wo sie nicht sein sollten, dann kann ich die rückbuchen lassen. Gibt es denn irgendwelche Verfahren, wie ich das beim NPA machen kann, gerade was diese QES angeht? Es gibt natürlich Sperrverfahren, sowohl für EID, also für den ganzen Ausweis. Du kriegst, wenn du einen Ausweis beantragst, ein Sperrkennwort, mit dem du den Ausweis auf eine Sperrliste setzen lassen kannst. Das ist für die EID-Funktion. Und für die QES musst du das dann eben bei dem Zertifizierungsdiensteanbieter, bei dem du dir dein Zertifikat gekauft hast, musst du dem sagen, dass du vermutest, dass dein Ausweis kompromittiert ist. Hat jemand mal ausprobiert, wie schnell das geht? Wir können es nicht ausprobieren, weil es noch nicht gibt. Ah. Alles klar. Ja. Okay, dann vielen Dank. Ja. Danke. Ja.